Verantwortung für mich bezieht sich sehr viel auf meinen privaten Umkreis, meine Familie, meine Freunde. Es geht für mich sehr viel darum, das Wohl der anderen über mein eigenes zu stellen. Verantwortung bedeutet für mich auch vor allem, verlässlich zu sein. Sei es jetzt für meine Familie, ein guter Vater zu sein, ein guter Ehemann zu sein und für meine Familie und Freunde da zu sein, wenn sie mich brauchen. Das heißt Team, Verantwortung den Kolleginnen und Kollegen für die Arbeit, die man macht. Gerade ich als Disponent habe sehr viel Verantwortung zu tragen, dass so wie der Versender und der Empfänger ihren Wünschen, dass ich praktisch ihren Wünschen nachkomme. Verantwortung am Arbeitsplatz für mich ist auf einer Seite die Verantwortung meinen Kollegen gegenüber, dass ich meine Arbeit mache, dass ich meinen Kollegen den Rücken stärke und auch mal Dinge übernehme, auf die ich nicht so viel Lust habe, einfach um das Team zu stärken. Es ist wichtig, dass meine Kollegen wissen, dass sie sich auf mich verlassen können und dass, wenn sie mir was an die Hand geben, dass ich das auch sorgfältig und auch vor allem auch schnell erledige. Gerade wegen der Corona-Situation hat man es gesehen, auch in den Medien, wie wichtig Lieferketten und Logistik ist. Ohne die würde nichts funktionieren, würden wir nicht essen können, würden keine Medizin von A nach B transportiert. Erfüllt mich schon mit Stolz, ein Glied in einer Kette zu sein, wo wir alle, wie schon gesagt, Verantwortung für all das, was wir machen, tagtäglich haben. Also ich fühle mich da schon gut. Also ich bin ein positiver Mensch. So, und ich versuche anderen Menschen einfach auch eine schöne Atmosphäre zu geben. Und ich mag einfach keine schlechten Atmosphären und versuche dann irgendwie mit Menschen in Kommunikation zu treten und einfach dann darüber zu helfen, dass sie aus ihrer schweren Phase dann rauskommen. Ich bin ein sehr offener und sehr fröhlicher Mensch und hoffe natürlich immer, dass, wenn es Kollegen schlecht geht, dass sie wissen, dass sie auch auf mich zukommen können.